Tag gesagt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meiner Quarantine Kitchen. Ich bin Christoph Mulak aus Berlin und heute werde ich mit euch gemeinsam Fischstäbchen mit Kartoffelbrei machen. Und dazu habe ich heute noch einen Special Guest, dazu werde ich euch aber später mehr erzählen. Für das Gericht brauchen wir natürlich für den Kartoffelbrei Kartoffeln. Die habe ich hier schon hingestellt. Mehlig kochende Kartoffeln für den Kartoffelbrei oder Kartoffelstampf immer, weil einfach weniger Stärke, ist es mehr mehlig, klebt nicht so, eignet sich einfach besser. Ich mache mich jetzt mal an die Kartoffeln. Wasser habe ich schon aufgestellt, lasse ich jetzt noch mal warm werden. Da muss ich den Herd aber auch anschalten, sonst wird das nichts. Und hoffe, dass ich das auch schaffe. Wir werden sehen. So, für den nächsten Schritt sind die Fischstäbchen dran und für die habe ich mir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Zoe, kommst du bitte her? Guten Tag. Guten Tag. Komm mal her. Das ist mein kleiner, ganzer Stolz, meine Zoe. Das ist meine Tochter. Sag mal Hallo. Hallo. Und weißt du, was wir heute machen hier? Fischstäbchen. Hast du da Lust drauf? Ja, weißt du doch. Hast du Lust drauf? Ja. Dann holen wir jetzt mal Zoe einen kleinen Stuhl her. Komm mal her. Geht's dir gut? Ja. Ja. Zoe ist gerade in letzter Zeit sehr viel zu Hause, ne? Warum bist du denn die ganze Zeit zu Hause? Weil der Virus gerade rumgeht. Genau, hast du recht. Und der Kinderladen zu ist. Der Kinderladen ist auch zu, ja. Ist doof, ne? Aber deswegen kochen wir zusammen jetzt. Ja? Ist nämlich eigentlich ihr Lieblingsgericht. Fischstäbchen mit Kartoffelbrei. Wenn es nicht, was gibt? Was ist dein anderes Lieblingsgericht? Spargel. Spargel. Weißt du noch, wie wir panieren? Das haben wir schon mal gemacht. Ja. Ja, wie macht man das nochmal? Also, was kommt zuerst? Erstmal muss man Mehl und dann kommt Ei. Ja. Und dann? Und dann kommt dieses Salzige. Die Panade, genau. Ja. Die wird dann gewürzt. Sehr gut, sehr gut. Machst du die Schale hier einfach so halb voll? Mehr, mehr, mehr. Mehr. Super. Noch ein bisschen? Stopp! High five, erster Schritt, geklappt. Als nächstes brauchen wir einen Teller und da machen wir die Eier rein. Die kannst du mir jetzt da reinschlagen. Immer an die Kante, weißt du, ne? Und dann da reinschlagen. Super, und dann auseinanderbrechen. Super, sehr gut. So, für euch zu Hause auch, ne? Ihr seht, man kann mit Kindern auch was anderes machen als Fernsehen gucken. Und es macht sogar Spaß, oder? Du bist ein richtiger Profi. Nicht eine Schale mit rein. Das schaffe ich nicht mal. Und jetzt holen wir den Fisch. Das ist ein Victoria-Barsch in dem Falle. Normalerweise wird für Fischstäbchen Kabeljau benutzt oder Rotbarsch. Wir haben jetzt nur Victoria-Barsch bekommen, aber auch da wieder bei allen Rezepten immer wieder das Gleiche. Ihr nehmt einfach den Fisch, den ihr bekommt. Ihr könnt auch aus Lachs Fischstäbchen machen. Es ist total egal. Wir schneiden den jetzt zurecht. Und dann können wir auch schon loslegen mit unserer Panierparty. So, ich nehme jetzt mal erstmal hier unten den Bauchlappen weg. Den können wir gleich schneiden. Und dann sieht man hier schon, wie der Fisch ja sich so ein bisschen in einzelne Streifen zerteilt. Die nehmen wir jetzt quasi mit. Und einmal so. Hast du schon Hunger? Nee? Doch. Doch? Okay, ich würde ja wohl hoffen. Dann geht's rüber auf unsere Panierstraße. Kommst du her? Schwupp! Willst du das machen? Schön zerrühren? Ja, super, sehr gut. Immer schön im Kreis. Und möglichst, guck mal. Die Kartoffeln sind jetzt fertig gekocht. Packe ich erstmal zur Seite. Schwupp die Wurp. So, und jetzt kannst du den ein Stück mal da richtig eintauchen. So dass es von allen Seiten bedeckt ist. Genau. Dann ins Ei. Und. Jawohl. Und jetzt richtig reindrücken. Genau. Jawohl. Das macht Spaß, ne? Super. Perfekt. Und das gleiche jetzt von vorne. Rein ins Mehl, rein ins Ei, rein in die Panade. Wenn du das ins Ei gemacht hast, Zoe, dann lass es mal so ein bisschen abtropfen kurz danach. Weil sonst hast du hier ganz viel Ei. So, jetzt kannst du rüber machen. Perfekt. Genügend abgetropft. Du bist eine Maus.
Hast du gut gemacht, Zoe. Mhm. So, der nächste Schritt ist jetzt unser Kartoffelbrei oder Kartoffelstampf. Dafür warte mal kurz, Maus. Muss ich da ran? Butter. Topf ist jetzt heiß genug. Lassen wir da drin schmelzen. Herd wieder ein bisschen runter, dass nicht zu schnell braune Butter wird. Stellen wir zur Seite. Aufpassen, nicht, dass du deinen heißen Sampf abkriegst. Wir brauchen ein bisschen Milch. Da geben wir jetzt ein bisschen Muskatnuss rein. Du kannst gleich stampfen, okay? Ja. Und ein ganz bisschen Salz. Und dann holen wir uns die Kartoffeln. Goldgelbe Kartoffeln. Die geben wir jetzt damit rein. Fertig gekocht. Und jetzt kommt das Zauberwerkzeug. Kannst du von oben rein einfach quetschen. Richtig mit beiden Händen, nicht halt fest. Reinquetschen, jawohl. Geht nicht? Warte, ich helfe dir. Na, noch ein bisschen. Genau, zack, zack, zack. Jawohl. Papa gibt noch ein bisschen Milch dazu. Warte, dann geht es einfacher. Jetzt noch mal stampfen. Ja. Und guck mal, zeig mal auf deinem Herz, was du da machen kannst. Boah, das ist eine andere Farbe. Aber die ist schöner. Die ist schöner, findest du? So, Kartoffelpüree ist jetzt fertig. Oder Kartoffelstampf, besser gesagt. Jetzt mal der Test. Kannst du mitnehmen? Ganz komplett im Mund, dann ist nicht heiß. Ist nicht heiß. Ist heiß? Nein. Ja, warum machst du denn sowas? Ja? Lecker? Sehr gut. Dann können wir jetzt die Fischstäbchen frittieren. Puh, Glück gehabt. Wir sind jetzt hier an unserer Fritteuse. Warte mal, dein Kopf ist davor. Wir sind jetzt hier an der Fritteuse. Jetzt beginnt der Teil, wo ich sagen würde, als Vater, bisschen watch out, ne? Passt auf. Ist schon eine Stelle, wo eine große Gefahr sein kann. Ne? Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was jetzt ein kleines Kind machen sollte. Aber wenn man mit dabei ist, auch kein Problem. Wir haben jetzt hier eine tolle Fritteuse und haben einen Korb. Da kann jetzt Zoe die Fischstäbchen mal reinlegen. Genau. Kartoffel, Pommes. Und los geht's. Die Fischstäbchen frittieren wir jetzt so lange, bis sie, sage ich mal, goldbraun sind. In der Zeit zu sagen, ist das immer sehr schwierig. Kommt darauf an, wie dick sie sind, wie heiß das Öl ist. Wir haben jetzt hier eine Fritteuse. Ich sehe das halt, kann immer den Korb wieder hochmachen. Wenn ihr zu Hause einen Topf nehmt und einfach das Öl erhitzt, wieder den Trick, was ich gesagt habe, schon mal mit Holzstäbchen rein, Bläschen hoch und dann ist die richtige Temperatur. Und dann kann man den Fisch reinlegen und dann halt aber auch recht zügig, bis er goldbraun ist, panieren und rausholen und abtropfen lassen. Die Fischstäbchen jetzt auf ein bisschen Zebra oder Krepppapier, je nachdem, abtropfen lassen, damit das restliche Fett da auch rausgeht. Also wir wollen ja wirklich eine knusprige, schöne Hülle haben, aber die sehen ja jetzt schon mal traumhaft aus, würde ich sagen. Madame, du kannst dich bedienen. Wie viele Fischstäbchen magst du? Pass auf, die sind noch heiß, ne? Also kannst du ruhig nehmen, aber nur schnell halt, ne? Eins? Eins reicht? Nee. Drei? Sehr gut. Und zu guter Letzt ein bisschen gutes Salz. Und jetzt kommt was, was Zoe besonders liebt. Grüne Deko. Ach so, magst du Ketchup zu deinen Fischstäbchen? Natürlich, habe ich ganz vergessen. Beim Essen wie diesem, was man wirklich frisch selber kocht mit frischen Kartoffeln und frischen Fisch, ist es dann auch okay, wenn man mal ein bisschen Ketchup draufballert. Aber wir wollen ja hier nicht so sein. So, dann probieren wir jetzt das Ganze mal. Mhm. Kartoffelstampf. Mhm. Es geht ja nichts über Kartoffel und Butter, ne? Man kann natürlich das auch nochmal durchstreichen durch ein Sieb. Veräppelst du mich? Man kann das natürlich auch noch durchstreifen durch ein Sieb. Und dann hat man ein feines Püree. Aber ich mag das gerne, wenn noch ein paar Stückchen drin sind. Und der Fisch ist halt butterweich. Sehr, sehr lecker. Also. Viel Spaß beim Nachkochen, habt Spaß mit euren Kindern, nutzt die Zeit in der Corona-Zeit und mir hängt hier was. Nutzt die Zeit zu Hause mit euren Kindern und ja, stay healthy. Guten Appetit. Danke, tschüss. Tschüss. Tschüss.